Ironie des Schicksals. Ein Mann versucht Zeit seines Lebens, die Welt zu zerstören. Und jetzt ist sein Sohn der Einzige, der sie retten kann. Und ich eile zu seiner Rettung. Der Mann, der seinen Vater getötet hat. Wie gesagt, Ironie. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es Schicksal. Vor 3 Jahren habe ich Wesker getötet. Dieser Krieg darf mich nicht ewig verfolgen. Wenn wir Jake gerettet haben, quittiere ich den Dienst. Was? Moment mal. Zeit, dass jemand meinen Platz einnimmt. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie das tun. Ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin. Sie haben es bis hierher geschafft. Also gut. Los geht's! Zum Teufel hat das Geld, um so etwas zu bauen. Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV. Wieder mit Corporal Incredible und Captain Awesome. Allerdings. Verstanden. Und ich glaube, das riecht alles so ein bisschen nach Ende, oder? Ja, ist ja Kapitel 5. Es schwant mir, dass die Sache sich bald erledigt hat. Zumindest mit der Chris-Kampagne, ja. I'm turning in my gun, hat er gesagt. Ach. Captain. Okay. Ich glaube, ich hab's. Wir sind aufgeflogen. Wir müssen weg. Juhu! Rescue Sherry und Jake. Captain, können Sie Ihre Position bestimmen? Sie sind in einer Art Forschungsstation. Erreichbar über die unteren Ebenen. Holen wir sie. In the lower levels. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Stefan spielt gerade auf Englisch. Achso, ja, ich laufe die ganze Zeit. Ich laufe die ganze Zeit die Anweisungen vor mir her. Ja, aber es ist ganz interessant, das mal zu hören, weil ich habe es jetzt die ganze Zeit auf Deutsch gehört. Ja, ja. Also ich finde die englische, ich kenne die englische Synchro, die ist eigentlich ganz gut. Ja. Ich möchte mich da drüben umsehen. Aber ich muss sagen, die deutsche Synchro ist jetzt auch nicht die allerschlechteste, die ich jemals gehört habe. Also, geht eigentlich. Hier sind übrigens überall Kisten. Ja. Mir fällt halt glücklicherweise in der englischen Synchro, fällt mir der ganze Pathos nicht so stark auf, weißt du? Mhm. Deshalb, glaube ich, wirkt sie für mich auch besser. Soll ich dich da mal rüberschmeißen, oder? Ja, warte, ich muss kurz Waffen wechseln. Oder kannst du auch mit hier runter, oder sollen wir erstmal hier runtergehen? Ach, ich kann auch da runter. Mal da oben geht's doch wahrscheinlich dann... Achso, okay. Ja, nee. Ich muss dich doch rüberschmeißen. Okay. Ist ein sich dezent schnell drehender Ventilator. Kommst du durchgesprungen? Passt schon. Probier's einfach mal. Kommen Scheiben auf der anderen Seite wieder raus. So. Versuchen Sie ihn von da oben auszuschalten. Verstanden. Ja, hör mal auf die blöde Kamera zu. Alter. Was ist los? Er hat die Kamera so extrem auf dich justiert und deswegen konnte ich die ganze Zeit nicht drehen. Und jetzt kommen hier die lustigen Helga-Soldaten. Ja, verdammt. Mach mich mal schnell unten durch. Soll ich oben helfen oder unten durch? Ja, geh ruhig mal unten durch. Ja. Ah, hier ist auch ein Medaillon, also wahrscheinlich kommst du ja auch noch irgendwann hin. Alter.
5000 Scharfschützen einfach nur. Verstanden. Ey, der hat einen Raketenwerfer, lustig. Letzten Worte von Pierce. Hey, der Raketenwerfer. Kann ich das sind halt einfach nur total overpowerte Hellgast-Soldaten, die gerade zwei so komische Geschütze bemannt haben. Im Dauerfeuer. Und ich die gerade nicht kriege. Ich versuche gerade was zu machen. Warte mal. Ja, ich habe hier wieder, stehe hier wieder vor so einem rotierenden Ding. Alter, können die mal aufhören? Jetzt bemannt der nächste wieder so ein Geschütz. Das geht mir langsam ein bisschen auf den Sack. Bin dabei, nur einen Moment. Ja. Kommst du bitte aus deiner Deckung raus? Okay. Ey, da oben läuft schon wieder einer lang. Also langsam nervt's ein bisschen. Pierce, hier ist schon wieder so ein Propeller. Jaha. Ich kann's auch nochmal sagen, ja. Alter, jetzt ist hier schon wieder einer mit dem Raketenwerfer. Ey, also jetzt langsam wird's ein bisschen nervig. Okay, dann machen wir das anders. Okay. Du erst mich durchtriggern kannst du nicht, oder? So ein Propeller. Nee. Ich kann nämlich von hier unten halt 0, gar nicht helfen. Ist nicht schlimm. Ich muss nur erstmal hier oben gegen diese komischen Hellgas-Typen zu kämpfen. Ist nicht so einfach von allen Seiten. Ja. Pierce, hier ist schon wieder so ein Propeller. Alter, ich hau dir gleich eine rein. Pierce, falls ich es vergessen haben sollte. Ey, ja, nee, also jetzt langsam reicht's. Ich versuch mal die Dings zu triggern. Ja, ist schon wieder so ein Propeller. Vielleicht komme ich dann auf der anderen Seite bei dir raus. Man schießt mir gerade mit 5 Raketen in den Rücken und ich habe leider nur noch 2 so. So, ich habe gerade geöffnet. Bin unterwegs. Job einfach, du Arschloch. So, war's das jetzt? Ach nee, da hinten lebt ja noch immer einer. Oh! Hallo. Alter! Ich leg mich auch okay, mit dem Hellcast. Okay, ich glaube, hier kommen unendlich viele. Das ist natürlich nicht so nice. Vor allem geht mir langsam die Munition aus. Fuck. Kommst, kannst du da irgendwas machen? Weil langsam wird es so ein bisschen knapp. Jo, warte, Moment. Auch gerade beschäftigt. Wir sind auch gerade so ein paar. Alter, bemann doch das blöde Maschinengewehr. Ich kann hier so einen Elevator triggern, Moment. Pierce, der Aufzug hat jetzt wieder Strom. Alter! Oh mein Gott. Vielleicht kann ich das einfach überspringen. Ja, ich hab gerade. Also drück das, du Scheiß! Eieiei. Eieiei, da sind so ein paar hinter mir. Ich renne da mal einfach rein, vielleicht kann ich die Sequenz dann einfach überspringen. Ja, kann ich bestimmt. Ha! Ihr kommt hier nicht rein. Haha! Loser. Boah, das war knapp. Ah! Pierce, wie kann ich nochmal sagen? Hier. Nice! Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich weiß nicht, ob du noch hier oben. Da oben ist halt noch so ein Medaillon gewesen. Aber da bin ich durch diesen Schacht geklettert da oben und ja, runtergeklatscht. Komm ich nicht mehr hoch, ja. Also nicht kann so wahrscheinlich nur der die Medaille holen, der Chris ist. Vorsicht, Granate. Boom. Ach, Kollege. Wieso zum Teufel? Aua. Ach so, der hat uns von hinten gehauen. Wow. Der fiese Mob. Die sind gut drauf hier, ne? Ja, die sind total extrem. Deswegen sagte ich ja overpowered Hellgas-Soldaten. Hier so.
ein bisschen Kram rum. Okay, irgendwie... Ah! Guten Tag. Eieiei. Was ist mit meinem Kollegen Pierce los? Das war jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt gleich tot. Schau mal, hab ich noch Heilspray? Ja, hab ich. Vorsicht, Granatenwerfer. Wow! Eieiei. Ey, wie viele sind denn das? Ja, jetzt geht geil. Es geht genau die Tür zu, wo ich... Hallo? Wie viele kommen denn da? Weiß ich nicht, aber... Das ist nicht normal. Aber von hier können wir ja noch relativ gut verteidigen. Ja. Von hier drin. Wow! Hallo? Hallo? Hast du? Ja, der mutiert jetzt. Zu seiner komischen Bratwurst. Ja. Und aus ihm wurde eine Bratwurst. Tja. Zwar eine hässliche, aber ist ja so. Na gut, nicht, dass es jetzt hübsche Bratwürste geben würde, aber... Oh, diese Bratwurst ist ein besonders schönes Exemplar seiner Gattung. Besonders ästhetische Bratwurst. Hier ist so ein Teil. Ja. Oh, hier gibt es neue Granatenwerfer. Alter! Was war das? Ach da! Ach so, ein Raketen... Ja, ein Raketenwerfer-Typ. Ja, natürlich. Auf 1 Meter Entfernung. Schießen wir aus 2 Metern Entfernung mit einem Raketenwerfer in engen Räumen, das ist immer eine super Idee. Ich bin definitiv dafür. Jetzt guck mal, was haben wir denn für Munition hier? Das war irgendwie... Was war das denn? Wie kann man die nochmal wechseln? Mit Dreieck. Echt? Ach so, wow, ich muss aber zielen, ne? Gerade ja. Richtig lange, um nachzuladen. Ja genau, beim Zielen und dann Dreieck. Okay. Was sind das für für Dings? Ich habe keine Ahnung. Ich lade einfach mal durch und hier schießt einer weiter mit dem Raketenwerfer. Das eine ist auf jeden Fall Stun. Also paralysieren. Das andere ist Explosion und das dritte wird, oder das andere in der Mitte wird wahrscheinlich Blend sein oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich probiere es mal aus. Warte, ich probiere mal die in der Mitte. Achso, da musst du immer erstmal nachladen. Ne? Naja. Warte, vorsichtig, dass ich dich treffe. Ich schieße mal auf die Tür da vorne. Ja, okay, das ist diese Schleimgranate, das ist das zweite gewesen. Okay, und das dritte ist? Warte. Das ist vielleicht Blendgranate. Ja, das sieht aus wie eine Blendgranate. Wow! Wow! Steht hier einfach um die Ecke und schießt einfach volle Pulle auf die Wand. Wie ist der denn drauf? Oh, jetzt verwandelt er sich wieder. So langsam. Wird er auch zu einer Bratwurst? Ja. Bratwurst Joe. Bei McDonald's geht das noch als gut durch. Aber die haben ja gar keine. Die haben, glaube ich, gar keine Bratwurst. Doch, die haben zu diesen Aktionswochen im Winter haben die immer so einen Bratwurstburger. Boah. Zu 3 kleinen Bratwürsten. Gut, dass ich da fast nie bin. Also eigentlich nie. Ich bin auch nur noch ganz selten bei McDonald's. Ich mag eher Subway. Habe ich das erste und einzige Mal auf der Gamescom war ich bei Subway. Oder alle 2 Jahre esse ich mal den Hotwing-Eimer von Kentucky Fried Chicken mit 30 Hotwings. Der ist einfach nur mega geil. Danach kann ich ihn 2 Jahre nicht mehr sehen, aber irgendwann überkommt es mich. Und dann ist der einfach nur so, der ist so unfassbar lecker. Weil diese Panade da drum ist, oh, yummy. Schön, dass du bei diesen Zombies hier ans Essen denkst. Ja, ist so. Ah, der Hotwing-Eimer. Vorsicht, da kommen bestimmt jetzt Viecher raus. Nee, das ist ein Aufzug. Alter. Die Steuerung. Achso. Bist denn wieder so hektisch? Junge Leute hier. Das ist super. Du sagst zu mir, junge Leute, als wärst du so 50 Jahre älter. Ja, ich bin doch Pierce. Chris, meine ich. Ach so. Ich meine jetzt innerdiegetisch, junge Leute. Hier gibt's einen Leiter hoch. Schalter. Ganz viele sogar. Und hier gibt's auch eine Leiter hoch und ich frag mich gerade, was sie bewirkt. Also, die Leiter bewirkt nichts, aber ich geh mal hoch. Die Leiter greift dich an. Müsste man hier auch mitrechnen. Das stimmt, wieso haben wir eigentlich schon wieder keine Taschenlampen? Ich sehe nichts. Ich fühle mich geistig umnachtet. Du hast was liegen lassen, glaube ich. Nee, das ist doch für dich. Ach so. Das kannst du aufnehmen. Ach so. Ist wirklich extrem dunkel, ja. Hier ist auch noch eine Kiste. Okay, hier sind... Points. Ich kann auch mal hier irgendwo runterspringen. Oh, geil. Ja. Okay.
Hast du schon rausgefunden, was die unterschiedlichen Schalter bedeuten? Nein, die können wir noch nicht benutzen. Werden wir gleich wahrscheinlich benutzen müssen. Achso. Ich wette mit dir, dieser Raum, das fährt mit uns nach unten, das Ding oder so. Und da müssen wir uns ständig battlen oder sowas. Ja. Naja, wie in Silent Hill. Ach nee, müssen wir erstmal durch die Tür. Wie in Silent Hill. So. Luftschleuse aktiviert. Oder auch nicht. Forschungsblockverbindung eingeleitet. Bitte warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wow, der hat grüne Augen. Au. Au. Konsequent. Ada? Ja, ich bin. Mann, die Viecher müssen erst zu Ende mutieren. Kümmer du dich mal um die unten, ich gehe nach oben und kümmere mich um die. Okay. Wow! Wow! Da ist die Leiter runtergesprungen. Alter, ah! Eieiei. Chef, geh mal von hier oben. Naja, total. Okay, keine Chance gegen diese Dicken. Da muss man mit dem Granatenwerfer beigehen. Nee, du kletterst nicht die Leiter hoch, mein Freund. Alter, das machen ist so ein Eisding, so eine Eisgranate. Ach so, dann kann man die bestimmt danach so im Nahkampf zerstören. Ja. Ja, oder auch nicht ganz. Also es macht schon derbe Schaden, aber besiegt es nicht komplett. Ich fürchte, dass diese Granate. Kein Kuscheltier ist. Könnt ihr das HQ erreichen? Nein, dazu ich hasse diese Scharfschützen, die mir in den Kopf schießen. Dann sind wir allein. In Ordnung, holen wir Jake und Sherry hier raus. Kommen Sie. Verstanden. Okay. Kann ich hier runter? Wow, hier ist ja noch einer. Was denn, wo denn? Ne, hier oben, bei mir. Ja, hier oben bei mir auch. Ich hab den nicht gesehen. Komm mal hier runter, gejumpt. Ja, oben liegt wahrscheinlich noch Zeug, oder? Ja, ja. Aber müssen wir hier jetzt abhauen oder so? Müssen wir vielleicht mal einen Schalter ziehen? Irgendwie so, oder? Oh, nee. Das hätte ich nicht machen sollen. Schade aber auch. So ist das Leben. Oh doch, wir müssen auf jeden Fall irgendwas in der Zeit machen. Oder? Weil wir jetzt läuft wieder der Timer. Ja. Irgendwas hätten wir tun müssen. Ich mach wieder unten, ja? Ja, ich gehe wieder nach oben. Ja gut, wenn er sagt, wir müssen einfach durchhalten, dann müssen wir halt einfach durchhalten. Ich gehe mal wieder nach oben. Alter, was machst du denn hier unten? Ich mosche. So ein Massaker mit Granatenwerfern. So, boah, hier oben sind wieder zwei blöde Leute. Ich hasse euch einfach. Ist einer hochgeklettert zu dir, so ein Durchsichtiger. Nee, okay. Ja, das Problem sind eigentlich nur diese blöden Scharfschützen hier oben, die einen anvisieren. Ansonsten sind die okay. Ist das hier oben eigentlich okay? Oh Gott, ich werde. Fuck. Ich bin jetzt tot. Soll ich hochkommen? Ja, ich komm mal runter. Hast du so ein Heilding oder so für mich? Oder warte mal, ich hab noch, glaube ich. Ja, drei Stück hab ich noch. Ich komm mal runter, ey. Das geht ja gar nicht klar. Alter, kann dieses Viech mal sterben vielleicht? Zur Abwechslung. Alter! Also diese Scharfschützen sind einfach nur mega übertrieben. Ich komme denen gerade entgegengerannt, da schießen die mir direkt ins Gesicht. So, mutiere von mir aus, alles okay, aber lass mich in Ruhe. Okay, diese Durchsichtigen haben irgendwie echt einen Schatten. Verbindung abgeschlossen. Sicherheitssperre. Direkt da durchrennen. Oh Gott! Alter! Ich bin von diesen Viechern angefallen. Ah, ich komm. Ich wurde gerade niedergeschlagen. Ich komm nicht mehr hoch. Wegen diesem Assi. Oh shit, ich bin gleich tot. Wow, fuck! Benutz mal was von deinem Heilzeug. Du hast bestimmt noch so ein Heilspray oder so. Vorsicht, beeil dich! Wow! Los, schnell dir durch! Komm an die Tür. Ganz schnell. Okay, hallo Kumpel. Ich bin da. Okay, ich komm. Okay, dann los. Drück, nein! Ich hab... Das geht nicht. Nein, das geht nicht, ich sterb. Los, schnell! Warte, Heilspray, hier. Drück. Alter, das geht nicht. Das geht nicht, wir müssen die erstmal platt machen. Okay, aber jetzt läuft keine Zeit mehr. Also, wir können die jetzt in Ruhe platt machen. Everybody chill the fuck out.
Alter! Diese... Diese Scharfschützen nerven mich. Nur leider, ich bleib jetzt einfach mal hier unten. Vorsicht hinter dir! Bleib ganz cool. Alles gut. Bleib ganz cool. Captain ich bin awesome. Total, ich bin Regelt total dieser. Locker. Vor allem, wenn ihr permanent der Scharfschütze in den Rücken schießt und du das nicht bemerkst. So. Jetzt aber mal weg hier. Komm mal schnell an die Tür. Ja. Ah! Endlich, meine Ria, Fresse. Mutter Gottes. Ah! Du liest übrigens gerade die Bibel. Du liest gerade die Bibel? Ja, ich bin im ersten Buch Mose. Warum liest du denn die Bibel? So? Einfach Fantasy, so, mal einen Fantasy-Roman wieder lesen. Chris! Freut mich, Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie, wo... Halt, Moment mal. Du hast ihn gekannt? Ja, habe ich. Und ich habe ihn getötet. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Los, schießen Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Waffe runter! Los! Was war's? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. In 3 Sekunden jag ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Mit der Waffe! Waffe runter! Hier geht es um viel Wichtigeres als dich und mich. Wir müssen weg! Jake! Ich weiß! Endboss coming in. Würde ich sagen. Captain Awesome, die harte Sau. Das scheint eine Art Aufzug zu sein. Und das noch einer. Lauf raus hier! Miep, miep. Weißt du, was ich immer super finde an Resident Evil? Dass in jedem Resident Evil immer die ganze Welt infiziert ist und auf einmal dann im nächsten Resident Evil nicht mehr und dann wieder die ganze Welt. Weil ein ominöser Typ rettet dann wieder die Welt. Also hier sind irgendwelche Hebel auch und so? Ja. Nur ein paar. Ich check gerade nur noch mal ab, bevor wir den Dings triggern. Hier lang, schnell! Okay. Okay, achso, du hast schon einen. Warte, ich gehe zum nächsten. Okay, ich habe auch einen. Achso, die müssen alle. Achso. Die müssen alle vier gleichzeitig. Vier Hebel, ja. Wo ist nur die. Die Sherry muss noch irgendwo sein. Da. Na, die rennt hier gerade rum. Ja. Ah, okay, jetzt müssen wir nach oben und dabei metzen. Sie wussten, dass Jake Weskers Sohn ist? Ich hätte nicht gedacht, dass die BSAA davon wusste. Ach, ich bin cool, ich bin auf der gleichen Seite wie der Typ hier. Er ja. Sagte mir auch, wo ich sie finde. Der ist auch ein Scharfschütze. Der kämpft die ganze Zeit mit dem Scharfschützen. Okay. Gut. Ich dachte schon, Simmons hätte ihn erwischt. Nein, es
geht ihm gut. Im Moment jedenfalls. Aber er hat noch einiges vor sich. Der Ausbruch in Wuhan ist fast harmlos. Wir brauchen einen Impfstoff für den C-Virus. Sofort. Also warten Sie, Jake. Bringen Sie beide hier raus. Versprochen. Und wenn es das Letzte ist, was ich für die BSAA tue. Also Fliegeviecher im, Alter. Ja, Glück für dich, dass du den Kämpfer damals nicht umgebracht hast. Denn sonst wärst du jetzt tot. Shit. Es ist mir wahrlich die einzige Freude, dir den Arsch retten zu müssen. Fuck. Fuck. Willst du, dass ich ausraste? Wo sind Scharfschützen? Da an den Wänden oben. Schön für dich, Arschloch. Scheiße, ich sehe sie nicht. Das können wir klären, wenn wir hier raus sind. Ich kann sie von hier aus leider nicht sehen. Ich hab einen. Wow! Alter, also langsam nervt's so ein bisschen. Okay. Oh, shit. Keine Chance, der hat mir eine Rakete direkt auf die Plattform geballert. Hilfst du? Ja, ne? Nee, der Jet, der hilft mir. Coole Sache. Ich hab natürlich halt keine Dings, kein Leben mehr, das ist halt das Problem. Aber ansonsten ist alles gut. Fuck. Und ein weiteres Mal hilft er mir. Huh! Mehr Dings, gib mir Leben! Gib mir Leben! Ich will Leben! Also, ich finde das echt ein bisschen unnötig hier. Jetzt ist hier wieder ein Scharfschütze, verdammt. Wo ist er denn hin? Ja, da war doch gerade noch hin. Oh! Oh, jetzt muss der nachmachen, will er mich veralbern. Ja. Ah, ich habe eine Tiefe getreten. Witzig. Okay. Ist so ein bisschen wie so ein Madhouse hier, ne? Hui. Und wie viel Munition hast du noch? Also bei mir sieht's nicht so gut aus. Bei mir auch nicht. Nur fürs Scharfschützengewehr habe ich noch relativ viel. Und kaum noch Dinger zum Leben. Also, um uns zu heilen. Also, ich weiß nicht. Aber wir finden bestimmt jetzt auch was um das Monster rum. Wow! What the fuck? Hä, wo muss ich denn lang? What am I supposed to do? Ach, hoch hier. Hier hoch. Wow, shit. Yes! Das ging fix. Aber wenigstens haben wir jetzt wieder volles Leben. Das ist unser Endboss. Geht hier mal weiter. Wow. Au, Alter, schon auch so. Ja, ich hab gedacht, ich wär du. Ich dachte, ich wär du. Das Viech ist irgendwie schlecht gelaunt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie... Das ist so eine weibliche Intuition. Ja, das stimmt. Schlechte Stimmung. Hat bestimmt seine Tage. Alter. Captain, hier drüben. Yeah. Okay. Ja, dafür haben wir Zeit. Wir haben die Zeit dafür. Hilf mir. Spring, spring. Oh. Okay, das wird jetzt knapp. Renn. Okay, also cool gemacht ist es ja, ne? Also, nur wenn ich nicht weiß... Ach so, oh. Hast du mal sowas wie einen Granatenwerfer? Wow! Ne, gerade keine Zeit. Gerade keine Zeit. Er muss hier arbeiten. Mein Job.
Okay, unten drunter durchklettern. Ich bin einfach drunter durchgeslidet. Wow! Okay. Tja, Chris, da warst du wohl zu langsam. Captain! Wo müssen wir denn jetzt wieder anfangen? Oh, sag mir bitte nicht unten. Wahrscheinlich wieder, denke ich mal. War doch kein Kontrollpunkt. War kein Kontrollpunkt? Nee. Nee. Schön synchron wie hier hoch. Ich löse schon mal einen Granatenwerfer aus. Ich kann leider nicht. Ich kann nicht nachladen. Also ich müsste die Waffengattung wechseln, beziehungsweise die Munition wechseln, aber dafür müsste ich zielen und das ist jetzt eine echt schlechte Idee. Allerdings. Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab! Chris, beeil dich! Ich drück schon X! Was soll ich tun? X gedrückt halten, in die richtige Richtung rennen. Mach ich doch! Ja. You are dead! Keine Ahnung, womit ich das wieder verdient hab. Das hab ich jetzt nicht verdient, das finde ich nicht in Ordnung. Und hoch da. Fuck, jetzt bin ich mal ein bisschen nicht so langsam. Ja, das ist ganz streng, ne, der Zeitraum. Ja. Aber ich finde es ganz cool, dass es kein komplettes Quicktime-Event ist. Weißt du, so in Resident Evil 5 waren das ja noch komplette Quicktime-Events, diese Wegrennsequenzen. Weißt du, was ich gut gefunden hätte? So eine tolle Kletterpassage, wie damals vom Aufzug. Ja, wäre geil auf jeden Fall. Unter richtig krassem Zeitdruck, wenn sich Vieh hinter dir herwütet. Ja. Hätte ich super gefunden. Na los! Ich hab sie! Okay, ich komme. Okay, es muss so sein, es muss so knapp sein. Ja, das ist extra so. Okay, weiter! Okay. Boah, also die Kamera ist ein bisschen bockig, ne? Also ja, voll krass. Alter! Tja, ich sehe leider nichts mehr, so. Ja, ich bin gerade voll gut runter durchgeslidet. Es geht voll ja, gut. Ich bin leider durch die Kamera. Ja. Ja, die dreht sich total wirr um die Leute. Die Kamera hat gerade bei mir die ganze Zeit hin und her gewackelt. Das sieht man auch im Video, du kannst es jetzt natürlich nicht sehen. Ich schaue es mir später mal an. Brauchst du nicht. Ich schaue mir manchmal auch alte Let's Plays von mir an. Ich auch, aber nur ganz selten. Ja, gestern hast du wieder ein paar Episoden Silent Hill angeschaut. Da habe ich mich an einer Stelle so erschreckt, dass mein Gesicht taub geworden ist. Was? Ja, kennst du das nicht, wenn du dich erschreckst? Und dann weicht dir so das komplette Blut aus dem Gesicht und du hast so... So was hab ich noch nie gehabt. Doch, schon. Krass, okay. Aber da ist ja... Alter. Ja, genauso ging es mir nämlich auch gerade. Das ist total random, was ist denn das für ein Mist? Ja, die Erschreckungs... Ich hasse diese Rennpassagen, das war ja auch schon damals auf dem Steg so ein Problem, weißt du? Ja. Piers, wir müssen klettern! Muss man eigentlich zum Springen nochmal extra X drücken? Nein. Ah, okay, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Ist auch nichts geschadet, aber vielleicht bin ich dann noch ein bisschen schneller. Ich hab sie! Okay. Jetzt müssen wir diesen Tintenfisch mal abhängen. Alter, langsam. Der springt hier nicht. Wow! Der springt da nicht. Ich liebe Resident Evil. Okay, langsam bin ich etwas genervt. Ich lasse mich von sowas ja gerne etwas abnerven. Okay, diesmal. Kein Problem. Geh ich aber auch immer schwer von aus. Das geht wahrscheinlich noch 20 Minuten. Am besten, ja. So.
Okay, haben wir. Hoffen wir mal, dass die Kamera jetzt nicht wieder rumspackt. Also bei mir tut sie's. Mir geht's noch. Okay, jetzt fängt's. Ah, okay. Ah, okay, sieht aber gut aus. Okay, bei mir ist. Ah, ja. Keine. Ich weiß nicht. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was ich falsch mache. Ich renne ja die ganze Zeit da durch, wie in so ein Bekloppter. Das kann doch nicht sein. Ich war doch zum Beispiel teilweise... Naja. Jetzt fäng ich wieder Frage hinterher. Na gut, das einmal hinterherhängen relativiert sich ja an der Sequenz, wo wir springen. Wo das, ja, das Ganze ja gescriptet ist. Das ist ja nicht das Problem. Ist ja nicht schlimm, ist scheißegal. Ja, kriegen wir schon irgendwie. Irgendwie fängt irgendwann. Ich bin froh, dass ich das hier nicht mit dem NPC spielen muss. Yeah, I'm there. Okay, ziehen Sie. Jo, ich ziehe jetzt, auf jeden Fall. So, ab hier ist halt jetzt wieder ausgeglichen, aber. Ja. Okay. Oh, jetzt sehe ich meinen Charakter wieder nicht. Alter. Sieht aber gut aus. Ja, noch sieht's gut aus, ne? Wir sind jetzt ziemlich gleich auf. Okay, jetzt bin ich leider bei dir hängen geblieben, Mist. Yeah, awesome. Okay, hier nochmal Kreis. Ich wäre übrigens mal für einen Checkpoint, aber brauchen wir ja nicht. Nee, was soll das? Wissen wir ja auch von den seltenen Speicherpunkten. Checkpoint. Was für Casual Gamer. Wieder abschneiden. Ins Gesicht schießen, ja. Okay. Ach, schon wieder, Alter. Und hoch mit dir! Hoch mit dir! Geht nicht! Tu es! Geht nicht! Oh! What the fuck? Ach, muss ich es abknallen? Ach so, lol. Okay. Ah. Was tut es mit mir? Okay, du kannst weiter. Renn! Oh, shit! Ah! Renn da ran. Ich bin vorbeigerannt. Oh, erstmal ganz schnell die Waffen durchladen. Jetzt kommt der Final Fight hier. Ja, aber erstmal alles durchladen. Wenn ich die Munition wechsle, lädt er dann auch automatisch nach beim Granatenwerfer? Ja, aber wenn du die Munition wechselst, dann muss er komplett das ganze Ding nochmal neu nachladen. Okay, gut. Also es ist total zeitaufwendig. Stopp, warte. Ich habe aber auch versucht, also ich habe fast nur noch Pistolenmunition. Ich habe kaum noch Pistolenmunition. 5 Schuss in der Schrotflinte und 6 im Granatenwerfer und 10 in der Dings. Ich geh mal hier rechts. Rüber. Ja. Wow. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ach, da sind die Gedärme. Das ist schön. Verdeck deine Gedärme nicht so sehr. Ah, hier sind Kisten. Okay. Ich sammle erstmal ein paar Kisten ein, damit ich ein bisschen Munition hab. Ja, ich komm mit. Lieber jetzt, als wenn das Viech richtig wütend wird. Ja. Ja, jetzt gerade ist es ja noch relativ harmlos. Es hat mir zumindest jetzt noch nichts getan. Spurten hier einmal außen rum. Das Viech macht doch nichts, guck mal. Das Viech ist viel zu weit weg, um uns anzugreifen, glaube ich. Ja, das ist ziemlich langsam. Ja, das ist auch ziemlich weit weg. Ich glaube nicht, dass uns das mit seinen komischen Tentakelarmen hier erreichen kann. Zumindest jetzt aktuell noch nicht. Ah, ist doch gut.
Stellen wir uns einfach hier hin und ballern mit Scharfschützengewehr da drauf. Das ist jetzt gerade echt noch gar keine schlechte Idee. Weißt du? Ah ja, deswegen sag ich das ja. Mach ein bisschen Scharfschützengewehr. Das Viech bewegt sich. Oh. Jetzt hat's Kopfschmerzen. Jetzt schön hinten drauf, schön hinten rein. Und versenken das Ding. Ah, so sehr reagiert es jetzt nicht, aber. Nicht auf den Kopf schießen, ne? Sondern? Auf die Gedärme unten. Hä, aber es hat doch. Der Zielpoint ist doch auf dem Dings. Ja, der Zielpoint ist aber nur auf dem Kopf. Also, da unten die Gedärme sind der Punkt. Der ach der so! Da blutet es ja auch. Wow! Da blutet es ja auch die ganze Zeit raus. Ach, das ist abgehackt worden, okay. Jetzt versteh's. Ist abgehackt worden, als es in den Raum gekommen ist. Genau. Okay, keine Scharfschützengewehr-Munition mehr. Okay, da haben wir. Cool, okay. Nice. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendwie tot. Das ist nicht tot. Oder? The End. Au! Oh. Es hat noch geblubbert. Ah, siehst du, geht auch noch weiter. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.